Danke, dass du da bist. Ja, hallo. Und falls es regnet, warum soll es uns besser gehen als den Leuten in Dreiskirchen? Ich bin jetzt schon fast 30 Jahre in Österreich und praktisch alle Leute, die ich in Österreich seitdem kennengelernt habe, in Wien, haben Familienangehörige oder Familie, die irgendwann mal von irgendwo nach Wien gekommen sind, weil sie gehofft haben, dass es ihnen hier besser geht. Und in den meisten Fällen ist es auch so gekommen, wenn man sie hat hier leben und arbeiten lassen. Ich lese aus einem Buch, das heißt Sechs Österreicher unter den ersten fünf. Das ist die Geschichte eines Deutschen in Wien. Der Typ selber ist sehr sympathisch gezeichnet. Wahrscheinlich, weil ich über mich selber geschrieben habe. Wintersemester 1987-88. Ein Freund brachte mich mit seinem alten Taxi von Düsseldorf nach Wien. Wir fuhren lange nach Süden, dann nur mehr nach Osten. Meine Mutter kommt aus der DDR. Mein Vater sagte deshalb immer, sie sei Russe. Ich fühlte mich auf den Spuren meiner Mutter. 1987 war Wien das Ende der Welt. Ich kannte niemanden, der schon einmal in Wien gewesen war. In Deutschland weiß man traditionellerweise sehr wenig über Österreich. Ich wusste immerhin, wie die Briefmarken aussahen, weil meine Großmutter im Sommer gerne ins Salzburger Land fuhr. Dort lernte sie einmal das schwedische Skinationalteam kennen. Die schwedischen Skifahrer unterschrieben alle auf eine Autogrammkarte, die sie mir später freudestrahlend überreichte. Ich kannte niemanden davon, weil ich mich noch nie für Skifahren interessiert hatte. Meine Oma war enttäuscht. Dabei kannte sie auch keinen der abgebildeten Skandinavier. Meine Oma sagte gern, ich fahre wieder nach Österreich. Sie sagte aber auch, ich gehe jetzt nach 2000. So hieß ihr Supermarkt in Duisburg. Ihre Geburtsstadt und auch meine. Nach 2000, das klang sehr zielorientiert, war aber einfach nur ein Grammatikfehler. Als Kind war ich einmal in Wien gewesen. Mein Bruder lernte dort in der Kaisergruft das Pfeifen zwischen den anderen Knochen der Habsburger. Ich wiederum war beeindruckt von den prachtvollen Marmortoiletten im Hotel Sacher. So nobel hatte ich meine Kinderblase noch nie zuvor entleert. Das war Anfang der 70er Jahre. Damals fuhren Wiener noch nach München, um zu sehen, wie es im Westen ausschaut, erzählte mir später ein ORF-Techniker. Prag, Bratislava, Budapest stand auf den Verkehrsschildern. Das hatte Mitte der 80er noch etwas von verbotener Welt. Es klang geheimnisvoll, nach eisernem Vorhang, furchterregend. Das Taxi meines Freundes hatte einen Motorschaden. Er fuhr daher direkt in eine Werkstatt im dritten Bezirk. Sie lag in einem Hinterhof. Der Mechaniker sah aus wie der Einbeinige bei Kottern, und auch der Hinterhof sah aus wie bei Kottern. Kottern war Pflichtschauen bei meinem Vater. Der erste Kommissar war der beste Kottern, lautete das Mantra meines Vaters. Hat sich umgebracht, der ständige Nachsatz. So lag über Wien für mich auch immer etwas Düsteres, während mein Vater den Tod eher wienerisch sah, wenn es stimmt, dass der Tod ein Wiener ist. Der hat's geschafft, hieß es immer, wenn die Nachricht kam, dass jemand gestorben sei. Und schon bei meiner Geburt hatte er zu den Krankenschwestern gesagt, der erste Schritt zum Tod. Aber alles, was dazwischen liegt, versuchten es die Schwestern mit rheinischem Frohmut. Wenn es hochkommt, Not und Trübsal, schmetterte mein Vater jeden Versuch ab, Optimismus für eine Option zu halten. Nachdem ich also gerade versucht hatte, Deutschland hinter mir zu lassen, wurde ich in Wien zum täglichen Deutschland verurteilt. Am ersten Abend saß ich mit Hobby-Dramaturgen der Gruppe 80 in einem Gumpendorfer Lokal. Man begann über Peimann zu schimpfen und man beschimpfte ihn aufgrund seiner Herkunft. Ich als naiver Internationalist versuchte, die Wogen zu glätten. Aber die Damen und Herren freien Theaterschaffenden spuckten fast vor Erregung und brüllten, alle Deutschen sind präpotent. Als meine Oma mir bei meinem nächsten Heimaturlaub erzählte, sie sei nach 2000 gegangen, weil es dort gerade so leckere, so billige Kartoffelchen gibt, das hat das Anime erzählt, erklärte ich ihr, sie sei präpotent. Meine dicke Tante Lotte, fast 200 Kilo schwer, mit einer riesigen Tüte Chips in der Hand, nickte lachend und meinte, Dent, das ist sicher was mit die Zähne. Präpotent, das heißt, man hat hinten am Arsch Zähne, erklärte Tante Lotte, während ihr Chipsbrösel auf den gewaltigen Busen fielen. Das ist mein Zwilling, ich wieg für zwei, bin aber allein auf die Welt gekommen. Aber aus dem Steißbein wachsen mir Zähne, das ist sie. Prä heißt hinten, nicht? Nach wenigen Wochen verließ ich meine präpotenten Verwandten wieder, die als Großsippe in einem Arbeiterhaus in Duisburg lebten. Drei Großonkel und mein Urgroßvater hatten zusammen nur 20 Finger, die anderen lagen in Fabriken. Bei der Verabschiedung wusste ich nie, wem ich welche Hand geben sollte. Dem einen fehlten an der linken Handfinger, dem anderen rechts. Ich fuhr, wie meine Oma mal richtig sagte, zurück nach Wien.
Deine Eltern sind Alt-68er, meine Alt-38er, meinte Robert, als wir im Frühling 2008 in Floridsdorf auf dem Weg zur Haltestelle der Linie 30 waren. Wir gingen an der Ostmarkgasse vorbei. Ein Plakat der Freiheitlichen Partei Österreichs strahlte uns entgegen. Es forderte Abendland in Christenhand. Offenbar hatte die FPÖ kleine rassistische Kinder zu einem Reimwettbewerb aufgerufen. Wir kamen an einem weiteren das Abendland rettenden Plakat vorbei. Hier hatte jemand Flaschenpfand übers Abendland geklebt. Flaschenpfand in Christenhand stand nun da. Wir mussten lachen. Als wir erneut an einem FPÖ-Plakat vorbeikamen, schrieb Robert mit einem Kugelschreiber, Katholizismus ist heilbar über das Wort Christenhand. Als Volksschulkind hatte er mit den Weißen Rettet in Steffi Gelddosen aus Blech über die Maria-Hilfer-Straße gehen müssen, um Geld für den unersättlichen Stephansdom zu sammeln. Der Dom war wie ein frommes Loch, in das Geld geworfen wurde. Ein Beweis, dass es Gott nicht geben konnte. Jedes Wiener Schulkind wurde seit Jahrzehnten dazu verdonnert, für den Städtel betteln zu gehen, egal ob es Moslem war oder evangelisch und ausgetreten wie Robert. Robert hatte seinen Zivildienst in Israel gemacht, in En-Gedi, einem Kibbutz am Toten Meer, hatte er als Bademeister gearbeitet, der vielleicht sinnloseste Job der Welt. Es kann dort niemand untergehen, selbst wenn man es wollte. Deshalb hatte er viel Zeit, sich mit jungen Studentinnen aus Tel Aviv oder Haifa zu beschäftigen. Nur hin und wieder bekam ein hautkranker Deutscher das brennende Salzwasser in die Augen oder ein sich kratzender Russe lag unbeholfen auf dem Bauch, unfähig, sich in dem schweren Wasser selbstständig zu drehen. Dann ließ Robert Kurz von der jeweiligen Studentin ab und rettete Neurodermitiker und Psoriatiker, die dort wochenlang kurten. Eine Frau aus Nürnberg, die aussah wie die klassische Kriegsverbrecherin, spitz und hart, mit mitleidslosem Blick. Ihr hatte er Schwimmtampons besorgen müssen, weil das Salzwasser ihrem Intimbereich übel Schmerzen zufügte. Sie lag im Meer, brüllte wie am Spieß und hielt sich die Scham. Die späte Rache Israels. Ich habe mir nicht genau überlegt, was ich Ihnen vorlese, deswegen dauert es immer ein bisschen. Wir waren inzwischen am Floridsdorfer Spitz. Rumpelnd bog die Straßenbahn um die Ecke und wir stiegen ein. In der Sitzreihe neben uns sang ein schätzungsweise 12-Jähriger in einem violetten Austria-Wien-Trikot: Es wird ein Wein sein und wir werden nimmer sein. Ein wehleidiges Trinkerlied, das Hoffnung macht auf ein Glas, falls man wiedergeboren wird. Ich muss in meinem früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sang der 1,30 Meter große Bub weiter. Er hatte einen flachen Hinterkopf, wahrscheinlich ein Tscheche oder Slowake. Dort werden, so heißt es, die Hinterköpfe der Neugeborenen plattgedrückt. Dann wickelt man die Babys in enge Decken, wie in Zwangsjacken, und legt sie auf die Wickeltische. Durch den platten Hinterkopf rollen sie nicht runter und bleiben unversehrt. Während in Deutschland und Österreich immer wieder Kinder vom Wickeltisch purzeln, weil die Köpfe die Form von Eiern haben. Ich sah aus dem Fenster. Auf einem Plakat wünschte der Wiener Bürgermeister allen Wienerinnen und Wienern einen erholsamen Sommer. In kurzem Hemd, das Sakko lässig über die Schulter geworfen. Wo immer man den Bürgermeister auf Bildern sah, vermutete man hinter ihm ein Glas Weißwein oder ein großes Bier. König und Mundschenk in einer Person. Der Mann hatte ein Gesicht, das ohne Glas vom Mund einsam wirkte. Ein anderes Plakat der Österreich-Werbung zeigte einen idyllischen Bergsee. Ein hölzernes Bootshaus mit Steg und ein Pärchen, das ins Wasser sprang. Wann haben Sie das letzte Mal in Trinkwasser gebadet, lautete der Slogan. Auch schön, sagte ich. Der Almsee ist das, erklärte Robert. Saukalt, Gletscherwasser. Viel Spaß, wenn's da reinspringst. Dem Mann wird sein Zungenfall zerrissen haben wie dem Messner die Zehen. Das ist Patriotismus. Für Österreich den Schwanz opfern. Ich mache einen Sprung in der Geschichte. Es ist so, dass der Ich-Erzähler beim Radio anfängt und eine Frau kennenlernt, die dort arbeitet. Toni heißt die. Und die nimmt ihn mit zu einem Interview mit Niki Lauda in Schwechat. Und der Ich-Erzähler übergibt sich während des Gesprächs und geht nach draußen und setzt sich vor das Flughafengebäude. Toni kam mit zwei Dosen Bier aus dem Flughafengebäude. Ich saß in der Kälte auf einer Bank vor dem Terminal 1. Hier, sagte sie und öffnete eine Dose Puntigammer. Lustig, sag mal Puntigammer, trink. Du musst langsam von der Fetten fortkommen, wie wir sagen, ein bisschen was trinken, nachdem du viel getrunken hast. Widerwillig und angeekelt nahm ich einen Schluck. Ich zitterte, noch immer vielen Schneeflocken.
Auf einem Verkehrsschild stand Fischerment. Ich war auch Ament. Komm, sagte sie, fahren wir ins Funkhaus. Es sei denn, du hast was Besseres vor. Wir stiegen in ein Taxi. Der Fahrer war schon älter, er hatte ein gerötetes Gesicht, eine knollige Nase mit blauen Äderchen und geplatzten Poren. Die Ausfahrt Fischerment ließen wir rechts liegen, er fuhr auf die Autobahn auf. Unser Taxi fuhr auf der linken Spur. Der Fahrer hupte, weil ein Ford Fiesta nicht nach rechts wechselte. Herrst, du Funzen, schrie er und hupte so lange, bis der Fiesta endlich den Blinker setzte und uns vorbeiließ. Als wir an ihm vorbeifuhren, zeigte unser wütender Fahrer der alten Frau am Steuer einen Vogel und wischte sich dann mit der Hand wie ein Scheibenwischer übers Gesicht. Das haben wir schon gern, dra die Haaren, leg dir in ein Holzpyjama und gib mal Ruhe. Ich hab schon gefressen, so heute war aber so Schirche, brüllte er. Ich habe mich scheiden lassen von meiner Alten, als sie 60 geworden ist. Wisst ihr, warum eine Scheidung so teuer ist? Weil sie es wert ist. Ich habe Altfutallergie. Ich verstand kein Wort. Was hat er, fragte ich. Er ist allergisch auf die Geschlechtsteile älterer Damen, erklärte Toni und beugte sich nach vorn. Ich habe alten Nudelallergie. Glauben Sie, ihr Hängebeidel ist schee? Sie mit ihrem schieren Frindack in der Visage, wie die Nase des Mannes so sein Johannes, stimmt's? Haben Sie einen Schnapsschwanz? Schimpfend hielt der Taxler auf dem Pannenstreifen, stieg aus und riss die Türen auf. Aus, ihr aber geschwindes Gefaster, schrie er. Wir stiegen aus und er rauschte mit aufheulendem Motor davon. Mit der Puttigammer-Dose in der Hand und Toni an meiner Seite stand ich nun im Schneegestöber auf der Autobahn, kurz vor der Pferderennbahn Freudenau. Hinter uns ragte eine große Plakatwand in die Höhe. Wien ist anders, stand darauf. Das Bier half nicht, mir war noch immer schlecht. Die Raffinerie leuchtete und von der Müllverbrennungsanlage kam ein unangenehmer Geruch. Alles in Ordnung, fragte Toni. Ihr rotes Haar war bereits voller Schnee. Rot und weiß, Schneeweißchen und Rosenrot. Wieso schimpfen die Leute in Wien so viel, fragte ich. Sie schimpfen nicht Migrantin, sagte sie. Das darfst du nicht so ernst nehmen. Wir gefallen uns in der Rolle. Wien ist ein Melting Pot, so wie New York. Aber bei uns hier haben sich nur die depressivsten Völker vermischt. Arme Slowaken mit desillusionierten Polen, halbverhungerte Ruthenen mit ängstlichen Tschechen. Keine Brasilianer oder irgendwelche fröhlichen Völker. Die Balkanesen haben ihre Wut mitgebracht, die Ungarn ihre Lebensmüdigkeit. Wusstest du, dass die Ungarn mit den Finnen zusammen die höchste Selbstmordrate haben? Das macht uns fertig, dass wir nicht mal in dieser Statistik ganz vorne liegen. Wir sind ein kleines Land, aber die Leute haben große Bedürfnisse. Da bellen sie halt laut, um zu zeigen, dass sie da sind, aber sie beißen nicht, weil sie wissen, dass sie zu kleine Zähne haben. Das ist noch ein letztes Kapitel, das kennt man wahrscheinlich heute gar nicht mehr, aber auch Deutsche mussten bis Deutschland und Österreich beide in der EU waren, einen Fremdenpass haben und diesen jährlich verlängern, und darum geht es in diesem letzten Kapitel. Vor dem Ende des Ersten Weltkriegs gab es in Wien 100.000 Beamte, die das riesige Habsburger Reich verwalteten, von Galizien bis Triest, von Vorarlberg bis Bosnien. Nach dem Krieg verlor Österreich den Großteil seiner Gebiete, aber kein Beamter seinen Job. Vom Wasserkopf Wien spricht man seitdem, und so ein Wasserkopf saß mir nun 1993 gegenüber. Seine Bewegungen erinnerten mich an ein Daumenkino mit zu vielen Bildern. Bevor Österreich in die EU eintrat und der damalige sozialdemokratische Kanzler mit dem damaligen konservativen Vizekanzler gemeinsam die Internationale sangen, aus Freude über den Beitritt, mussten auch Deutsche einmal jährlich zur Fremdenpolizei, um die Aufenthaltsgenehmigung verlängern zu lassen. Ich hatte meinen kleinen gelben Fremdenpass dabei. Gelb fand ich als Farbe für einen Fremdenpass etwas unpassend, aber man musste ihn ja wenigstens nicht am Mantel tragen. Nur wer schon 6 Jahre lang Steuern in Österreich zahlte, musste nicht mehr jährlich zum Fremden-TÜV. Das war eine nicht unerhebliche Erleichterung, denn bei der Fremdenpolizei oder beim Magistrat musste man mehrere Tage einplanen, bis man alle Unterlagen und Stempelmarken beisammen hatte. Auf dem Amt gab es Holzöfen, klapprige Holzstühle aus dem 19. Jahrhundert und abbröckelnden Mörtel, der von der Wand ins Haar fiel. Damen mit Dutt wurden so zu Mörtelsammlerinnen. Wenn sie zu Hause die Haare ausschüttelten, konnten sie neue Wände errichten. Man trat in entweder überhitzte oder frostige Zimmer, in denen Magistratsbeamte saßen, die selten Gnade kannten. Eine junge Frau saß neben ihr im Wartezimmer. Während sie sich den Mörtel aus dem Haar schüttelte, sagte sie, ich komme aus Ost-Berlin, ich habe einen Wiener geheiratet. Wien ist mir so vertraut, verrückt. Wien ist wie Ost-Berlin, West-Berlin ist mir fremd. Vielleicht, weil der Adler im österreichischen Wappen Hammer und Sichel in den Krallen trägt, schlug ich vor. Nein, weil alles genauso ist wie bei uns. Nur, dass es hier mehr Jugoslawen gibt als in Zwickau. Wie lange bist du schon in Wien? Seit 6 Jahren bin ich hier. Heute ist das letzte Mal, dass ich jährlich herkommen muss. Gratuliere, sagte die Ostberlinerin. Ich schien aufgerufen worden zu sein. Eine leise, kraftlose Stimme hatte, die mir schien, aus dem Zimmer neben mir meinen Namen gerufen. Ich erhob mich und klopfte. Niemand rief herein.
Wie bestellt und nicht abgeholt, stand ich vor der verschlossenen Tür. Traurige Jugoslawen saßen an den Wänden und sahen mich aus dunklen Augen an. Sie hoben die Schultern, sie wussten auch nicht, ob ich hineingehen sollte. Ich öffnete die Tür. Hat da irgendwer hereingerufen, kam es mir entgegen? Weiß nicht. Also, geschwind die Tür. Ich zog die Tür wieder zu. Einige Minuten stand ich davor, bis es selbst mir zu blöd wurde. Neben der Ostberlinerin saß inzwischen eine Kroatin. Ich setzte mich daher zu einem Bosnier, der einen blutigen Verband ums Ohr trug. Arbeitsunfall, fragte ich. Nein, ich war am Wochenende in Srebrenica. Ich war am Wochenende immer in den Krieg. Das Glück ist auf Vogel, ergänzte eine alte Dame mit maßlos übertrieben geschminkten Augenbrauen und rosafarbenem Lidschatten, die uns gegenüber saß. Ich kannte sie von meinen früheren Besuchen bei der Fremdenpolizei. Sie war Wienerin und kam hierher, weil sie nur hier sicher gehen konnte, keine Wiener zu treffen. Sie mochte keine Wiener. Das Einzige, was schlimmer wäre als 80 Millionen Deutsche, wären 80 Millionen Österreicher, war ihr Credo. Und genau das sagte sie jetzt auch. Der Bosnier sah sie teilnahmslos an. Ein Serbe las Hanke. Das ist der Lieblingssatz in meinem Buch. Endlich hörte ich durch die Zimmertür ein vernuscheltes und genervtes herein. Der Wasserkopfbeamte wies mich wortlos auf einen wackeligen Stuhl vor seinem Schreibtisch. Da saß ich nun. Es herrschte Stille im Raum. Irgendwo rauschte eine Wasserspülung. Abgemeldet nach BRD, sagte er unvermittelt in einem Tonfall, der ähnlich traurig war wie der Anblick des Zwergkaktus, der auf einer Untertasse vor ihm stand. Die Untertasse hatte einen Sprung, Kaffee und Nikotinflecken hatten ein ekliges Muster aufs früher mal weiße Porzellan gebrannt. Wieso abgemeldet? Ich bin noch hier, erwiderte ich lächelnd. Ich legte dem Mann meinen Meldeschein auf den Schreibtisch, auf dem klar und deutlich stand, dass ich seit 6 Jahren im 6. Bezirk wohnte, Papagenogasse. Wurscht, bei mir steht, Sie sind abgemeldet nach BRD. Wenn schon, dann in die BRD, sagte ich. Abgemeldet in die BRD heißt es, aber ich bin gar nicht abgemeldet. Bei mir schon. Wenn Sie sich wieder anmelden wollen, müssen Sie einen Antrag stellen. Ich muss keinen Antrag stellen, weil ich nämlich hier gemeldet bin, seit 6 Jahren, verstehen Sie? Er starrte mich an, wie man ein Insekt anschaut, das gleich einem Fisch zum Fraß vorgeworfen wird. Langsam und genüsslich schob er mir meinen Meldeschein rüber. Dort standen mein Name, mein Geburtsdatum, Papagenogasse 1060 Wien und abgemeldet nach BRD. Hatte ich mich betrunken, selbst abgemeldet? Im Suff Heimweh bekommen nach BRD? An der Wand hinter seinem Schreibtisch hing eine aus einer Zeitung gerissene Karikatur. Man sah einen dünnen alten Mann allein in seinem riesigen Beisaal stehen, gelanden um seinen faltigen Hals. Darüber stand, Kurt Waldheim feiert Silvester in der Wiener Hofburg im Kreise seiner Freunde. Und jetzt, ich meine wegen der 6 Jahre. Jetzt fängt's wieder von vorn an. Nun starrte ich ihn an, wie ein Insekt den Angler anglotzt, bevor es an die Fische verfüttert wird. Wie kann das sein? Ich habe mich mit Sicherheit nicht selber abgemeldet. Ist das hier irgend so ein Kafka-Scheiß? Er lachte. Nein, Kafkas Leben war das einzige Kafkaeske Leben. Er zog eine Packung Mannerschnitten aus der Schreibtischlade und steckte sich eine Schnitte in den Mund. Offenbar kamen wir nun zum gemütlichen Teil. Schauen Sie, wahrscheinlich haben Sie einen Meldezettel verloren, jemand hat ihn gefunden und ist hergekommen, um Sie abzumelden. Warum sollte das jemand tun, fragte ich. Naja, vielleicht weil Sie Deutsche sind? Kaum musterte er mich. Ah ja, das wäre verständlich, sagte ich. Natürlich, aber jetzt haben wir die Sache ja aufgeklärt, dann können Sie die Abmeldung ja wieder rückgängig machen. Er schmatzte kurz. Wussten Sie, dass Kafka in Kloster Neuburg in einer Lungenklinik war am Ende? Gerade mal 10 Kilometer von da. Ich betrachtete die nikotinbraune Kakteenuntertasse und schüttelte den Kopf. Mit dem Zeigefinger schob sich der Beamte die Mannerschnittenkrümel aus dem Mundwinkel in den Mund. Langsam öffnete er eine weitere Lade und holte ein Tippex-Fläschchen heraus. Er begann sehr konzentriert den Stempel abgemeldet nach BRD zu übermalen. Mehrmals tunkte er den Pinsel in die weiße Flüssigkeit, bis der Stempel unsichtbar war. Er blies auf die frisch gepinselte Stelle. 1-2 Brösel fielen aus seinem Mund aufs Tippex. Jetzt müssen wir warten, bis es ganz trocken ist. Zusammen warteten wir, schweigend, er kaut. Das leise Krachen der Mannerschnitten in seinem Mund war unsere Begleitmusik. Unvermittelt nahm er dann das Blatt, hielt es sich vor den Mund und rülpste. Wollte das Tippex trocken rülpsen? Papagenogasse, sind Sie daheim? Daheim ist daheim, da habe ich es schön warm, sagte er und drückte seinen Daumen auf die weiße Fläche. Passt, sagte er und zog einen blauen Plastikkugelschreiber aus seiner Hemdtasche. Fein säuberlich schrieb er in Kinderschrift etwas auf den Zettel. Dann stempelte er vorsichtig auf die weggetippexte Stelle. Er schob mir den Meldezettel rüber.
abgemeldet in die BRD-Stadt dort. Vielen Dank und schönen Tag noch. Danke sehr.